Freunde, willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich bin wieder unterwegs mit dem Tomex und mit dem Jack. Und ja, was wir uns heute so anschauen, das wissen wir noch gar nicht, weil wir haben jetzt da gerade erstmal so eine Location gefunden. Die da, die ist aber irgendwie wohl zu, habe ich mir sagen lassen. Man müsste da irgendwo so 3 Meter hochklettern, das sehe ich nicht außerstande zu. Und tja, wir gucken jetzt uns das mal eben kurz an und ansonsten geht es weiter zur nächsten Location. Bleibt auf jeden Fall dabei, das Abenteuer beginnt. Freunde, wir versuchen das jetzt mal von der Rückseite hier. Ah, das ist ja wahnsinnig zugewuchert hier wieder alles. Brombeergestrüppe. Steht ein Fenster offen, also ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir wieder einen Rückzug. Da kommt der Jack angelaufen. Nein, wir gehen wieder zurück. Da vorne steht ein Fenster offen von den Nachbarn. Genau. Und die glotzen dann genau hier auf das, was wir hier so tun möchten. Und auf dieser Höhe hier unten gibt es keine Fenster. Nee, nur da vorne muss man da vorne draufklettern auf das Vordach und dann da rein. Ja, schön. Genau da, wo oben das Fenster auch ist. Ja, genau. Toll. Aber ich denke mal, das funktioniert so nicht. Wie ich schon gesagt habe, Freunde. Meint ihr, das Ding ist leer? Ja. Die beiden wollen sich keine Räuberleiter halten. Ich könnte mir vorstellen, dass das leer ist. Alter Schwede. Rausgehupft hier. Freunde. Ja. Komm, jetzt reißt sich die halbe Hose auseinander. Nee, aber ich habe jetzt gedacht, weil der so einmal so einen Block gemacht hat, aber ich war verloren, aber nö. Ja, wird wohl ein Ast gewesen sein. Tja, also Räuberleiter, machen wir nicht. Doch, kann ich den machen. Meinst du? Ja, sehr. Check. Das werden wir sehen. Ja, ich meine, es sieht schon sehr spooky aus, das Ding. Mit diesem alten Eingangsportal hier vorne. Das ist also schon eine ganz krasse Sache irgendwo. Sieht schön aus. Da vorne kann man auch erkennen, dass die Türe mal aufgebrochen gewesen ist, aber irgendwie ist die wohl von hinten zugemacht worden. Also. Ja, ich glaube, das wird nichts. Freunde, wir gehen zur nächsten Location. Bleibt dabei. Das Schöne an dieser Örtlichkeit ist, man kann ja alles fußläufig erreichen. Also rings um den Bäcker ist alles dicht dabei. Wir sind gestärkt und ja, jetzt müssen wir mal schauen, was uns da vorne erwartet. Müssen wir gleich mal über die Straße rüber. Und hier, Freunde, ist immer sehr viel Verkehr. Ich weiß gar nicht, wo diese Autos alle herkommen. Da vorne ist auch alles voll. Aber wir müssen mal gucken. So, Freunde. Wir könnten jetzt rein theoretisch zur nächsten Location, wenn der Kollege Jack mal seinen Autoschlüssel wieder finden würde. Ja. Wir warten jetzt gerade erstmal so ein bisschen noch. Mal schauen, was hier so passiert. Erinnere mich dran, auf die Liste zu schreiben. Wenn ich so alt bin und so vergesslich bin, werde ich meinen Kanal löschen. Ich schwöre es, Freunde. Ja. So, wir sind auf jeden Fall kurz vor Ort und Stelle. Ich drehe euch mal um. Da, ich weiß nicht, ob man das so schön erkennen kann. Da ist so ein Häuschen und da wollen wir jetzt erstmal hin. Ich hoffe, dass wir da reinkommen. Es ist auf jeden Fall bullerwarm. Das war gar nicht so angesagt. 21 Grad, Leute. Da war voll warm. Da liegt er doch. Aber wer weiß, vielleicht hast du auch noch nicht richtig hingeguckt. Ja. Ich muss mich noch mal ein bisschen hinlegen. Ein bisschen Spaß muss sein. Hier haben wir schon so ein uraltes Gitter. Also das ist sowas von eingewachsen. Meine Güte. Ja. Von der Straße her siehst du das ganze Gebäude nicht. Aber von hier aus. Schaut es euch an. Also, da könnte sogar noch was drin sein. Wichtig ist, dass wir hier einen Eingang finden. Das sieht eigentlich sehr schön aus, das Häuschen. Ne? Da oben noch mit so einem Balkon. Da ist Schiefer. Wie gesagt, man sieht es von der Straße gar nicht. Und es gibt eigentlich außer diesem Weg hier rauf überhaupt gar keine Zuwegung zu diesem ganzen Gebäude.
Also alle Fenster sind zu, Spinnenweben da dran. Und da oben, da gibt es noch so ein kleines Hütchen im Wald. So, hier geht's rein, ich werde noch Lichter machen, Freunde. Und hier hängen so merkwürdige Zettel rum. Bitte oben klingeln, bitte laut klopfen. Mit Hand, unten, mit Fuß. Oben mit Hand, unten mit Fuß. Also Freunde, was ist das denn? Warte, Waschbär, was steht da? Das Paket bitte in die Altpapiertonne stellen, damit der Waschbär nicht dran geht. Ja, dann wissen wir schon, wo wir hier gelandet sind. Also die Waschbären, die klauen hier die Pakete, Freunde. Also hier muss man aufpassen. Mal gucken, was es sonst noch ja Interessantes dran gibt. Freunde, die Bude ist noch voll hier. Das Ding ist noch komplett voll. Schaut euch das mal an. Hier steht so ein altes Radio rum. Ach du Scheiße. Hier so eine Art Werkstattbereich. Und es ist hier absolut kühl drin. Das tut mir richtig gut, muss ich ganz ehrlich sagen. So, Freunde, hier ist noch die Gasanlage. Und schaut mal, da ist ein Prüfungsdatum von 2021 drauf. Alter. Die Heizanlage sieht auch noch relativ neu aus, aber... Ja. Dicke Spinnenweben hier drin, Freunde. Ganz dicke Spinnenweben. Hier muss man den Kopf einziehen. Da ist noch so ein bisschen alte Technik übergeblieben, alte Lautsprecher. Und da unten noch so ein altes Computergehäuse aus den 80ern, würde ich fast behaupten. So, hier hinten haben wir noch eine Tür. Wir schauen mal hier rein. Also es ist sehr verrümpelt alles hier drin. Aber es sind halt noch so einige Gerätschaften übergeblieben. Da unten steht noch ein Schweißgerät. Noch eine Bohrmaschine, eine billige Stichsäge. Also es ist alles noch an Ort und Stelle, Freunde. Da, ein paar Bohrer. Wo geht's denn hier hoch? Ja, das weiß ich auch noch nicht. Aber wir sind da hinten ja noch nicht durch. Wo geht's hier hin? Da geht es hoch, Freunde, da geht es hoch. Oh, ich habe die Treppe nach oben gefunden. Sollte das der Weg nach oben sein? Dann können wir da nicht durch. Ich sehe die Spinnenweben von hier aus. Ich werde das mal eben kurz antesten. Die Treppe sieht eigentlich relativ neuwertig aus. Oh, Spinnenweben des Todes. Und Freunde, hier ist wirklich noch alles drin. Ich werde wahnsinnig. Hier ist noch alles drin. Und hier muss irgendwie ein älterer Mensch gelebt haben. Schaut euch diesen Hut an, der ist also wirklich sehr unmodern. Da gibt es noch einen Kühlschrank. Ausgeräumt bis auf eine Flasche Bier. Kalenderfreunde von 2023. Das ist schon Hammer. Wow. Das ist alles tatsächlich zurückgelassen und hier ist überall so ein Holzfußboden drin. Da läuft sich nicht sehr schön. Schaut mal, da noch so ein altes Multifunktionsgerät oder wie hießen die? In der äußersten Ecke ein uraltes, schimmeliges, kleines Badezimmer. Da vorne, da ist schon der Hausschwamm an der Wand. Da neben dem Schrank kann man das sehr gut erkennen. 2023er Kalender. Schaut euch das an, wie das aussieht. Hier noch so ein altes, kleines Radio. Wahnsinn. Wenn ich mir die Decke hier oben so anschaue, die hängt auch schon sehr rund. Aber
könnte fast die nächste Etage schon wieder raus sein. Also schön ist das nicht. Und wie sieht das denn hier bitte schon aus? Überall an der Tür hängen diese komischen Zettel. Der Buchbinder ist im Bad. Bitte später wiederkommen. Oder warten. Ja, dann wissen wir auf jeden Fall schon mal, was das da unten gewesen ist. Hier hat ein Buchbinder gelebt. Und naja, der wird wahrscheinlich verstorben sein. Bin eben einkaufen oder ähnliches. Opa, ist auch nicht schlecht. Einkaufen oder ähnliches. Ja, er hätte vielleicht mal die Küche aufräumen sollen, Freunde, weil das ist kritisch, sage ich mal ganz einfach. Wie sieht denn das aus, Freunde? Das ist ja ekelhaft. Alles uralt, es ist alles da geblieben, aber schaut euch das an, wie das hier zusteht drin. Hier gibt es noch so alte Kameras. Oh, die sind aber schön. Ja, hinter der Tür, da hängen auch noch so ein paar Schränke rum. Und unten ist auch noch so eine uralte Brotmaschine hier, Freunde. Und da ist der Rest der Küche. Das wird wahrscheinlich die Frau gewesen sein, die hier mal gewohnt hat. Oben noch so eine alte Stereoanlage und ja, es sieht nicht mehr so richtig gut aus hier drin. Und egal wo man hinschaut, überall irgendwelche kleine Zettelchen und Nachrichten. Und hier gibt es dann das kleine Badezimmerchen noch. Oh, so ist klein. So klein ist es gar nicht. Da vorne noch mit Badewanne. Waschmaschine. Ja, und in das Klo, da filmen wir jetzt mal nicht weiter rein, weil das ist sehr unappetitlich. Ja, Freunde, das ist das Wohnzimmer hier. Und auch das ist noch komplett voll. Hier vorne steht so ein uralter Staubsauger. Hier haben wir noch Bücher, die sind tatsächlich noch eingepackt. Da vorne die Enkelkinder. Ja, die Bilder hängen an der Wand. Ausbildungsmeisterbrief. Und schaut mal. Die Anbauwand ist noch komplett voll. Nichts fehlt da drin. Da vorne noch eine fette Stereoanlage. Naja, so gewisse Sachen hat man hier schon auf den Boden geräumt. Hier haben wir alles voll mit Videokassetten. Naja, alte Leute sammeln natürlich alte Dinge, ne? Das wurde dann einmal gekauft. Und das ist natürlich krass hier vorne. Schaut mal, Freunde. Die Uhr tickt noch. Ah, sie geht um 20 Minuten falsch, aber das ist schon gruselig, wenn man auf so ein Lost Place kommt. Dass die Uhren noch funktionieren, also mal gucken, was uns hier noch erwartet. Schaut euch das mal an. So ein schöner alter Phonoschrank hieß das, glaube ich, früher. Hier vorne noch das alte Radio drin. Und ein alter VHS-Rekorder. Meine Güte. Das sind Sachen aus einer ganz anderen Zeit. Ich denke mal, das hier wird wohl das ehemalige Schlafzimmer gewesen sein. Und auch hier alles noch voll mit Büchern. Da vorne hängen noch Sachen im Schrank drin. Und das hier ist so ein alter Küchenschrank. Ja, auch hier Hüllen für ein Fotoapparat. Und hier oben so ein schönes altes Radio. Und Freunde, schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Wer kennt sie noch? Die Polaroid-Kamera. Da haben wir auch noch Fotos und Fotos und Fotos im Schrank. Also wirklich alles voll mit Fotos. Da auf der Fensterbank so ein paar Nacksaufnahmen. Die brauchen wir uns nicht weiter anzugucken. Und hier ist noch der Sekt im Schrank drin. Also Alkohol hat es hier auch genug gegeben. Und auch hier ein Videorekorder und ein uralter Fernseher, der da noch steht. Und hier sind die ganzen Fotos von 1997 bis 2001, 87, alles katalogisiert, die ganze Sache. Und auch da hinten in der Ecke wieder ganz mega groß der Hausschwamm. Also das ist nicht mehr rettbar hier, die ganze Sache. Und Freunde, ich habe das Bett von dem ehemaligen Bewohner hier gefunden.
Ja, was hier passiert ist, möchte man eigentlich gar nicht so genau wissen. Aber ich denke mal, wenn ich diese ganzen Sprüche da so gelesen habe, die überlegen geschrieben sind, Opa ist draußen oder einkaufen oder ähnliches, denke ich mal ganz einfach, es handelte sich um einen alten Mann, der dann halt verstorben ist und das hier alles zurückgelassen hat. Und seine Frau wird wahrscheinlich schon vor ihm gegangen sein. Das ist alles nicht alt. Guck mal hier. Ja. Ne, das ist alles hier, diese Taschentücher und alles. Und auch das Oettinger Bier unten, alkoholfrei, 2024 haltbar. Ja gut, also passt das mit dem Kalender von 2023, ja, würde so ich sagen. Und ja, aber schaut dir mal den Zustand hier an, dann... Hier, der hat nicht mehr viel machen können hier. Ja, und das wird wahrscheinlich das Problem gewesen sein, entweder im Altenheim verstorben oder... Verstorben dann im Altenheim, weil du siehst hier, der hat sich hier vielleicht noch was zu essen mit Mühe und Not gemacht, aber konnte nichts mehr richtig machen. So, wieder im Flur, Freunde. Es ist jetzt gerade mal so ein bisschen dunkel. Ich weiß nicht, was ich von diesen Treppen halten soll. Wir gehen hier mal ganz vorsichtig rauf. Ihr kennt das Problem bei mir. Ich hasse Holztreppen. Ja, so sieht die ganze Sache dann aus. Da hängen irgendwelche Gardinen sind es gewesen und das hier, das hing, glaube ich, oben an der Gardinenstange dran. Boah, es ist also wirklich meine 2023 verlassen. Schaut euch mal den Zustand an hier. Also das ist mehr als krass. Die Spinnenweben des Todes. Da vorne, da ist Styropor in den Spinnenweben drin. Das ist also wirklich schon unglaublich. Und hier geht Strom. Schaut euch das mal an. Also irgendeiner hat hier schon mal das ganze Porzellan zusammengestellt. Ich denke mal, dass das schon mal irgendwie rausgeräumt werden sollte. Ach du liebes bisschen, ey. Und nun seht mal da vorne, Loch im Dach. Dach nicht mehr vorhanden. Auch hier unten liegt noch so einiges an Spielzeug rum. Und da hinten, da gibt es noch so ein Schlafzimmer. Ach du Leck, am Arsch, wie sieht das denn aus? Junge, 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 Junge. Also dieses Dach, das ist völlig durch. Hier unten noch zwei sogar so Spielzeug-LKWs. Und wer kennt das noch von damals? So ein Glasdach, was man sich in sein Auto reinmachen konnte. Da wurde mal eben kurz vorm Einkaufsladen, während du einkaufen warst, wurde dein Auto da eben kurz klein geflext. Und dann hattest du so ein Glasdach drin. Und die Dinger, die waren immer undicht. Genau wie diese Bude hier. Ja, Freunde, hier hinten noch alles voll mit Videokassetten. Wahnsinn. Puh, da ging mir der Arsch ja bis auf Grundeis. Ich glaube, da oben lebt der Waschbär. Okay, das kann sein. Alter, da muss man, guck mal hier sind alles durch Strom. Ja, da drüben auch auf der Toilette ist das ganze Styropor auseinandergekröselt und ja. Das wird wohl von oben kommen. Oh, wie laute ist der immer so. Ich glaube, die beißen die Viecher. Ja, da bin ich direkt, habe ich direkt die Flatter jetzt gemacht. Ja, kann ich mir vorstellen. Gut, Freunde, dann brauchen wir uns das ja gar nicht erst anzutun. Wir haben hier unseren Vorkoster Jack. Da, hier. Hier ist auch nochmal so ein Räumchen. Aber hier sagte ich ja vorhin, der Boden unten, der sah nicht so gut aus. Ich halte euch jetzt hier nochmal rein. Schaut mal, da vorne ist noch Happy Birthday, hängt da an der Wand. So eine alte Sitzecke. Und hier gibt es noch eine Musikanlage. Ja, also wenn er sagt, da oben ist der Waschbär, dann lassen wir den am besten. Weil so viel Interessantes wird es da nicht geben auf dem Dachboden. Hier ist nochmal so eine alte Küche und überall liegen noch die Anziehsachen rum. Also die Küche hier oben sieht besser aus als da. Nein, Entschuldigung, eine Etage nach oben musste gehen. Der ist in der zweiten Etage oben. Ach so, ich dachte, es geht jetzt nur noch eine rauf. Nee, geht noch eine rauf. Aber ich weiß nicht, wie schnell der gute Kletterkarte fliegen. Ihr wisst ja ganz genau, ich mache immer das, was er mir so sagt und... Ich bleib hier unten stehen, falls er dich angreift, kann ich schnell wegrennen und Hilfe holen. Du hast es dann auf Video, deswegen machst du das. Ich leuchte dir mit der roten Lampe an. Ich mache jetzt den Vorkurs. Alter Vater. Und wieder alles aus Holz, ihr Freunde. Ich bin gespannt, ob du den da auch schrappen hörst. Ich habe den gehört und zwar, ich glaube, ich war hier, genau in der Toilette hier und über der Toilette.
Und schaut euch das mal allein auf der Treppe an. Es ist hier so alles so abgekratzt und abgekröselt. Eieieiei, wie sieht denn das aus hier? Wie sieht das? Boah, da geht's noch höher. Junge, oh Junge, oh Junge. Das sieht mir eher so nach einem Jugendzimmer aus hier. Oh Freunde, schaut euch das mal an. Das ist ja völlig runtergekommen hier schon alles. Da vorne ein Kalender von 99. Das ist definitiv hier mal ein Kinderzimmer gewesen, oder? Also, da vorne, da liegt Kacke auf dem Bett. Und wenn man sich da den Dachstuhl anschaut, man kann bis, direkt bis nach draußen schauen. 2023er Kalender hängt da unten. Heftig. Wir gehen mal jetzt hier um die Ecke. Hier haben wir noch ein Glas Würstchen stehen. Von wann mögen die denn wohl sein? Alter, wie sieht das denn aus hier? Jetzt muss ich mal die Brille aufziehen. Das ist meine Telefonnummer. Da, mindesthaltbar 1.6.2009. So ein bisschen überlagert, würde ich sagen, aber kann man machen, wenn man möchte, ne? Ja, also hier oben auch nochmal so eine Wohnung. Völlig vermüllt, als ob hier ein Messi drin gewohnt hätte. Der ganze Mist liegt auf dem Boden rum. Wahnsinn. Was haben wir hier noch? Ach, hier muss so ein Computerfreak gewohnt haben. Schau mal da oben noch. Tastaturen. Mainboards. Und was haben wir hier? Silvercrest. Ach, das ist ein DVD-Player, ne? Da noch die alten Laufwerke. Krass. Da unten uralte Drucker. Ja, und ansonsten nur ein ganzer Haufen Müll hier drin. Ja, der Boden ist nicht so ganz schön zum Laufen hier. Das ist alles. Er ist jetzt nicht schlecht, aber ich habe da immer so ein blümmerantes Gefühl dabei. Boah, die Spinnenweben. Ich muss hier mit eingezogenem Kopf muss ich hier laufen, Freunde. Und hier ist ein Spielzimmer. Was heißt ein Spielzimmer? Ein Kinderzimmer ist es. Schau mal, eine Kiste mit Autos und Lego und hast du nicht gesehen? Das ist alles zurückgeblieben. Da. Welches Schicksal muss denn hier passiert sein, dass die ganzen Kindersachen zurückgeblieben sind? Das ist doch. Mir fehlen jetzt gerade so ein bisschen die Worte, muss ich ganz ehrlich sagen. Freunde, es gibt für mich nichts Schlimmeres, als wenn man solche vollmöblierten, vollgepackten Kinderzimmer findet irgendwo und es wird alles zurückgelassen. Wo sind die Kinder? Die Kuscheltiere sitzen da alleine. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Kind auf einmal die Kuscheltiere nicht mehr haben möchte. Das ist nicht schön, sowas. Marvin Justin. Da steht's an der Tür. So. Wir haben hier tatsächlich noch eine Etage nach oben. Mal sehen, was hier so passiert. Da oben ist der Dachboden, Freunde. Hier gibt es noch ein vollgeräumtes Badezimmerchen. Und von dem Dachboden, da kommt eine unheimliche Wärme runter. Ich halte euch jetzt nur mal darauf, weil der Jack sagte irgendwie was von wegen, dass es hier einen Waschbären gibt oder sowas. Temperatur drin. Da hinten wird es theoretisch noch weitergehen. Aber das schenken wir uns jetzt mal. Ich denke mal, jeder weiß, wie ein Dachboden aussieht. Und schaut euch das mal von oben an hier. Also es ist ein wirklich gewaltig großes Treppenhaus hier. Ah, da oben ist die andere Etage. Es ist sehr weitläufig hier. Und hier unten, das ist wirklich wie zusammengeräumt schon alles. Hier liegen noch irgendwelche Gerätschaften rum, Anrufbeantworter, Bücher. Da vorne noch so ein Schrank. Ja, und hier so ein mega cooles Fotolicht.
Alter, das ist ja mal eine geile Sache, ne? So, Freunde, in dem einen Keller, wo wir vorhin noch nicht drin gewesen sind. Ich sagte, hier gibt es Buchbinderklamotten. Wir hatten ja auch im Verlauf des Videos mitgekriegt, es gibt einen Meistertitel hier als Buchbinder. So, und hier ist der ganze Arbeitsbereich davon. Da die ganzen Buchstaben, einer nach dem nächsten. Das muss eine Sisyphusarbeit gewesen sein. Solche Sachen. Naja, ich denke mal, das wird er nicht hier gemacht haben. Er wird wahrscheinlich hier nur irgendwelche Bücher oder kleinere Schriften irgendwie. Schaut euch das mal an. Abfallkalender von 2024. Ich bin absolut begeistert. Ach, was schön, ey. Hier unten eine Musikanlage, ein Telefon. Da unten das Ding, das funktioniert tatsächlich. Es sucht nur so ein bisschen nach der Basis. Ja, und das sind die Pressgeräte hier. Da konnte man dann halt den Druck aufs Papier draufbringen. Heftig. Da vorne die Uhr, die tickt auch noch. Was sagt sie? Viertel nach zwölf? Naja, wir haben Viertel nach eins, also. Und hier überall Papier noch drin. Da vorne haben wir ein Schneidegerät. Da kam dann das Papier dazwischen und man konnte es halt klein schneiden. Und hier, schaut mal, alles voll mit alten Lesebrillen. Wow. Oha. Das Ding hier, das kann was. Jetzt schaut euch das mal an. Dieses Buch ist einfach mal durchgeschnitten worden. Also da werde ich die Finger nicht reinmachen. Ich weiß nämlich nicht, ob da... Da ist noch Strom drauf. Freunde, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Deswegen, also man muss immer vorsichtig sein, was man so anpackt, weil das Ding schneidet auch locker Finger und Arme ab. Also heftig. Ich bin schon so aufgeregt wieder, dass ich jeden Satz mit so anfange. Das müsst ihr mir so ein bisschen verzeihen, weil es ist schon wirklich eine krasse Location, was hier ja noch alles so drin ist. Als wir uns das vorhin angeschaut haben, von außen, hat mir damit nicht gerechnet, dass es dann wirklich so aussieht. Schau mal, auch hier. Jetzt sieht man das auch alles so ein bisschen mit anderem Auge. Alles Material, um Bücher zu drucken. So, Freunde, ich habe mich hier mal gerade hingesetzt, weil... Ja, diesen Anblick, den muss man erstmal verdauen, was hier alles noch so tatsächlich drin ist. Das ist mir schon seit langer, langer Zeit nicht mehr irgendwie untergekommen. Es ist schon wirklich Wahnsinn. Also ich denke mal, hier wird ein unheimliches Schicksal stattgefunden haben. Das heißt also für mich, die Frau wird als erstes gestorben sein und ja, der Mann aus Altersgründen dann jetzt auch. Ja, wir haben soweit jetzt alles gesehen. Von daher würde ich sagen, beenden wir das Video an dieser Stelle mal. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so sein sollte, dann... Ja, lasst mir einen Daumen oben, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocken. Und ganz wichtig, geht bei den anderen beiden Jungs auch mit auf den Kanal. Natürlich wird das in der Videobeschreibung verlinkt und da würde ich sagen, sehen wir uns spätestens im nächsten Video. So, wir sind wieder draußen. Und wir haben so schönes Wetter, Freunde. Und schaut euch das mal an, wie hoch wir hier sind. Da unten ist die Straße. Aber es ist extrem laut. Ja, das ist die einzige Zuwegung hier zu diesem kleinen, aber feinen Häuschen.